Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, tut mir leid, dass die letzte Folge ein bisschen länger her ist. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden. Ich habe übrigens auch die Karte endlich gefunden. Ja, ich war irgendwie zu blöde, die einfach mal ins Lösungsbuch dafür zu gucken. Ich habe doch eins. Allerdings ist die Karte nicht besonders bedienungsfreundlich, finde ich. Aber immerhin haben wir jetzt irgendwie auch nur ansatzweise eine Karte und können nun mal unser Ziel suchen. Wir sprechen mit Lee und legen los, würde ich sagen. So, da musste ich mich mal kurz räuspern. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ja, genau. Nochmal zur Erinnerung. Mit den Pferden sind wir schneller. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Okay, die reden jetzt erstmal. Randolph besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Na, die beiden versuchen sich ja gegenseitig zu unterstützen. Ja, nur mal so zur Erinnerung. Wir müssen jetzt nach Lexington. Oh. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Na toll, jetzt haben sich die Pferde verabschiedet, oder was? Ja, hervorragend. Verdammt. Ja, jetzt müssen wir zu Fuß durch den... Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und dann die Bäume. Okay. Wir müssen anscheinend der Indianerfrau folgen. Machen wir jetzt auch einfach mal. Und wir nehmen hier mal diese... Oh, irgendwie höre ich hier gerade einen Wolf oder sowas knurren. Ich hoffe, der greift uns... Okay, der haut ab. Oh, Hilfe, kann der nicht mehr... Ich dachte, das hätte vielleicht, würde vielleicht helfen, wenn man hier durch die Schneespuren läuft. Aber anscheinend bringt das nicht viel. Ah, doch, man kann hier aber laufen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, naja, ich laufe hier einfach mal lang und gucke, was passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das hier der Trampelpfad ist, dem wir folgen müssen. Und Lee ganz hinten auf unseren Fersen. Oh, da ist sie. Sie stellt eine Falle auf. Wartet hier. Oh nein. Warte! Komm zurück! Hm. Zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber! Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Oh Gott, wie sollen wir ihr denn folgen? Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Genau, wir brauchen ihre Hilfe. Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Wow.
Na toll, ich habe jetzt schon gefailt. Oh. Okay. Oh, 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 nee, 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 das war nix. Nochmal. Ich war gerade überrascht, dass ich irgendwelche Knöpfe drücken muss. Okay. Das kriege ich vielleicht hin. Ja, toll. Mit dem Baum davor. Na, komm schon. Komm schon. Mit der Klinge ausgeschaltet. Wunderbar. So, jetzt müssen wir die mysteriöse Indianer vorfinden. Obwohl ich ja eigentlich ganz gerne hier am Feuer sitzen bleiben würde, bei der Kälte hier draußen. Aber nein, wir müssen weiter. Was soll das Fragezeichen da oben? Ich denke mal, wir müssen in diesem... Können wir eigentlich... Ja, können wir. Okay. Ah, verdammt. Oh, wir sind fast tot. Läuft der nochmal an? Ja. Fuck. Nein. Wir müssen den doch auch irgendwie mit unseren Waffen ausschalten können, oder? Sehe ich das falsch? Mal gucken. Jawohl. Das klappt. Die anderen hauen ab. Na, ich glaube, die kommen jetzt auch erstmal nicht wieder. Und bis dahin hat er die Waffe nachgeladen. Das heißt, wir können einen weiteren Wolf ausschalten. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah ja, okay, wir laufen erstmal. Können wir eigentlich hier die Bäume hoch? Nee, können wir nicht. Zumindest nicht einfach. Komm her. Ach, Mann. So. Jetzt regeneriere bloß schnell Gesundheit hier. Wir wollen ja nicht schon wieder verrecken. Ach, da oben ist sie doch. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja, allerdings. Okay, sie ist schon wieder weg. Kommen wir hier hoch? Ja. Wir folgen ihr einfach mal über die Bäume. Oh nein, jetzt... Ja, das hat ja nicht geklappt. Nein! Ach, es ist so ein Jammertal, wie ich mit dieser Steuerung nicht klarkomme. Da ist sie. Sie bleibt stehen, immerhin. Bist du nicht richtig im Kopf? Oh, ich, sie kann Englisch. Raven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Und sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Hm. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Und wieder müssen wir hinter ihr herlaufen. Ach, und immer blinkt dieses... rote Dings auf, dass wir gefailt haben. Das regt mich auf. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihn.
Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Gefällt dir. Doch erst müssen wir ihn finden. Yo. Dann kann ich ja jetzt nochmal den Todessprung üben. Nee, Moment, ich muss mal kurz gucken. Wie ging das nochmal? Erstmal die Waffe wegstecken. Klappt das, wenn wir das... Nee, das Anvisieren bringt wahrscheinlich auch nichts. Okay. Wunderbar. Geschafft. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Der Hund vertraut mir aber. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleibe ich. Ja, genug des Plauschs. Wir gehen hier mal hin. Es scheint hier so ein kleines Dorf im Wald zu sein. Ich glaube, das ist Lexington hier. Oh. Mal gerade auf die Karte gucken. Okay, ich sehe jetzt gerade hier gar nichts auf der Karte. Ich mag die Karte nicht. Ich mag das Menü generell nicht. Es ist zwar gut, schön designt, aber nicht besonders benutzerfreundlich. So. Dann wollen wir doch mal. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Mhm. Das hoffe ich. Mhm. Ich auch. Oh, oh. Mir kam zu Ohren. Oh! Ach, verdammt. Moment. So. Ach so, der hat von selber neu gestartet. Informationen sammeln sollen wir jetzt. Gut, wir setzen uns jetzt einfach hier irgendwo dazu. Können wir uns jetzt hier irgendwo hinsetzen vielleicht oder so? Nö, das geht schon mal nicht. Wir können einfach ein bisschen rumlaufen. Okay, hier an den Tisch, an den die Theke stellen geht anscheinend auch nicht. Ich suche gerade nach Möglichkeiten, hier irgendwie unbeobachtet lauschen zu können. Aber ich, bin gerade ein bisschen überfordert, wie das geht. Mal wieder. Dieses Spiel überfordert mich generell. Also hier muss irgendwo eine Möglichkeit sein, die Kollegos belauschen zu können. Können wir uns hier zu dem hinstellen und einfach ein bisschen mit dem reden oder so? Hier mit der oder so, keine Ahnung. Mal sehen, aus welchem Holz du bist. Haltet diesen Mann!
So, wir müssen doch jetzt hier irgendwo eine Ecke finden, wo wir untertauchen können. Ja, wunderbar. Sehr schön. Der Brandung, das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Mhm, sehr gut. Und jetzt zu der anderen Gruppe. Oder? Das ist ihre Mutti. Ich nicht. Kam zu Ohren. Die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wohin willst du? Oh oh. Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zellen erziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Mir wurde eingebläut vom lieben Dreamcatcher-LPs, dass ich unbedingt kontern soll. Mit B. Okay. Au. Sehr gut. Komm schon. Okay, da ist noch einer, der uns eine reinhauen will. Okay, wir haben nur einen. Wir haben anscheinend nur ein ziemlich enges Zeitfenster, wo wir kontern können. Okay. Und. Ach, verdammt. Wir kriegen schon wieder eine reingehauen. Aua, ich will hier mal raus aus dem Knäuel. Und. Ach, verdammt. Wenn es so Slow-Mo kommt, dann kann ich, glaube ich, irgendwas Cooles machen. Aber hier bisher. Ach, entwaffnen kann ich, okay. Ja, toll. Also, wenn ich zweimal Konter drücke, dann schleudere ich die nur weg. Wenn ich so mache. Okay, ich glaube, so langsam kapiere ich es. Hier kann man ganz gut üben. Ein bisschen ruhiger, damit ich auch mal verstehe, wie das funktioniert jetzt langsam. Wird ja auch langsam ein bisschen albern, dass ich hier immer nicht mit der Steuerung klarkomme. Komm, tritt ihm ins Gesicht. So. Die stehen aber immer wieder auf. Was kann ich da machen? Es werden irgendwie nicht weniger. Ziele eliminiert 0 von 4. Kann ich den jetzt nicht? Okay. 1 von 4. Also, das Kämpfen ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also, es ist wirklich ein bisschen kompliziert.
Okay, wir können auch dem ins Gesicht. Dem richtig eine reinhauen. Ah, okay, ich habe noch nie X gedrückt. Sollte ich vielleicht tun, wenn die mal gerade wehrlos sind. Ich hab's raus. Ungefähr. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. So, Freunde, ja, die Kneipenschlägerei hat sich ein bisschen hingezogen, weil ich vergessen habe, X zu drücken. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann.